Hi, ich bin der Christoph, aka Persolator, und werde euch etwas durch meine Display-Sammlung führen. Viel Spaß! Ich bin ein Fan von der Neon Genesis Evangelion Serie und entsprechend gibt es in dieser Ecke eine kleine Sammlung. Das ist Man of Steel, eins meiner Top-Favoriten-Displays. Ich weiß mal, wie das Display heißt. Naja, kriegt man noch hin. So, hier befinden wir uns im Flur, im Eingangsbereich meiner Wohnung. Und das Erste, was jeder Besucher sehen wird, wenn er reinkommt, ist Gotham Knight. Wir befinden uns jetzt hier im Eingangsbereich meiner Wohnung. Das ist der Flur. Gucken wir uns mal an, was da hängt. Am Ende des Flurs angelangt, erwartet uns ein sehr, sehr altes Display, das ist eigentlich in der zweiten Woche veröffentlicht worden. Auf der linken Seite haben wir einmal den Dreamwatcher und auch wieder ein sehr altes Exemplar, Natural Reflections. Wenn wir den Flur weiterlaufen, dann erwartet uns dieses Set an Bilder. Und das ist meines Wissens auch das einzige und erste Set, was man nahtlos nebeneinander hängen kann und eigentlich ein Motiv gibt. Im Schlafzimmer angelangt, erwartet uns die Spirit-Serie. Und wenn wir jetzt mal nach links schwenken, dann sehen wir auch die ersten oder mit einer der ersten normalen Displays in der Größe L, die ich mir für das Schlafzimmer gekauft habe. Auf der anderen Seite im Schlafzimmer sehen wir auch ein normales Display in der Größe L. Willkommen zu meinem letzten und neuesten Projekt in dem vierten Zimmer hier in meiner Wohnung. Und auch hier finde ich wieder die Kombination der verschiedenen Motive passt einfach sehr gut hier in das Zimmer rein. Lady of Secrets und Dark Beauty zum Beispiel, wunderschöne Exemplare, passen auch farblich sehr gut zusammen. Einfach lasst es mal wirken, ich finde, die passen einfach super zusammen. Ja, willkommen im Wohnzimmer, und zwar sehen wir hier direkt, wenn wir reinkommen, meine Alien-Wand. Hier sind wir an meiner Streaming-Ecke angekommen und auch hier wieder alles Limited Edition Displays. Ja, kommen wir auf die andere Seite der Wohnzimmerwand. Eigentlich alles, was mit Dragons zu tun hat und was thematisch passt, ist hier vertreten. Am Ende der Dragon Ball erwartet uns noch der Stone Knight. Passt eigentlich auch sehr gut zum Setting hier zusammen mit meiner Gothic 3 Figur. Wir befinden uns jetzt im Übergangsbereich Richtung Küche und beginnend hier mit The Preparation. Hier befinden wir uns jetzt in der S-Ecke und in der einen Ecke hängen wieder mal keine Limited Edition Displays. Auch wieder in glänzend mit Graphitrahmen bestellt. To The Preparation nebendran ergänzen die sich wunderbar. Wir befinden uns jetzt auf der gegenüberliegenden Seite der S-Ecke. Und damit kommen wir schon langsam zum Ende unserer Führung. Und das da oben sind eigentlich im Grunde nur Platzhalter. Auch hier wird es dann entsprechende andere Displays mal geben, die besser hier reinpassen. Was ihr noch nicht seht nebendran, ist auch ein Motiv, das es als Limited Edition Display gab. Und hier sind wir schon. Und hier ist auch schon das besagte Display in der Größe L, glänzend und mit einem Graphitrahmen. Sind wir jetzt am Ende unserer Tour angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like oder auch gerne ein Abo da. Ich bin auch ein kleiner, junger, wachsender Kanal und es würde mich freuen, wenn der ein bisschen mehr von der Community auch leben würde, mal ein bisschen mehr in den Austausch gerät, und das geht ja nur mit euch und mit der Verbreitung des Kanals natürlich. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Persolator. Servus.